Eine ambulante Operation ist, wenn ein Patient am Tag ins Spital kommt, eine Operation erfolgt und anschließend der Patient am gleichen Tag nach Hause gehen kann. Die Patientinnen und Patienten kommen zur Voruntersuchung. Er hat einen separaten Termin, wo der Patient uns kennenlernt, wo wir die Aufklärung durchführen, was operiert wird. Sollen wir es uns mal anschauen? Okay. Gleichzeitig wird Blut abgenommen, um eine Gerinnungsstörung auszuschließen. Außerdem sieht der Patient oder die Patientin einen Narkosearzt oder eine Narkoseärztin, wo man die Kolleginnen kennenlernt. Das ist ein schrittweises Kennenlernen in der Sprechstunde, damit er auch Vertrauen in unsere Abteilung gewinnt. Und dann findet die Operation statt. Operationen können ambulant durchgeführt werden, wenn sie ein minimales Risiko bergen. Anschließend wird der Patient wach. Über den Aufwachraum geht es zurück auf die Tagesstation und gibt es einen Kaffee und ein Gipfeli. Wenn sich alles gut anfühlt und der Patient wach ist, kann er wieder nach Hause gehen.